Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Ein Rollenmeißel wird durch das Drehen des Bohrgestänges in Rotation versetzt und dann rollen die Rollen auf der Sohle ab und zerstören das Gestein. Und das Drehmoment, was man zur Drehung dieses Meißels benötigt, hängt ab von der Andruckkraft des Meißels, vom sogenannten Weight on Bit. Wenn der Meißel von Sohle gezogen ist, braucht man gar kein Drehmoment, um ihn zu drehen. Und wenn man ihn leicht auf Sohle fährt, ein bisschen Drehmoment. Und wenn man richtig drauf drückt, dass die Steine so richtig zerplatzen, dann braucht man mehr Moment. Das sehen wir hier in diesem Diagramm. Das ist als gerade dargestellt, der Zusammenhang zwischen der Meißelandruckkraft, also dem Weight on Bit und dem erforderlichen Drehmoment. Und die Steigung dieser Geraden, die hier als A bezeichnet ist, das nennen die Experten die Meißelaggressivität. Es gibt ja nicht nur Rollenmeißel, sondern es gibt auch sogenannte PDC-Meißel. Die drehen sich auch auf der Sohle, aber die haben keine beweglichen Teile, sondern kratzen das Gestein mit diesen Diamanten hier ab. Und wenn wir dasselbe Experiment machen wie vorher, also Meißel von Sohle abgehoben und dann ein bisschen angedrückt und noch stärker angedrückt, dann ergibt sich auch wieder eine Gerade in diesem Diagramm, aber die Gerade ist viel steiler. Der Meißel, so ein Diamantmeißel, ist viel aggressiver als der Rollenmeißel, den wir vorher hatten. Ich habe im Feld früher viele Experimente gemacht und ich habe immer so herausgefunden, dass ein Rollenmeißel in dieser Gleichung hier ungefähr eine Aggressivität von 0,05 hat und ein Diamantmeißel hier je nach Bauart zwischen 0,2 und 0,4. Ein Rollenmeißel ist also deutlich weniger aggressiv und weniger aggressiv bedeutet, dass man mit so einem Meißel relativ ruhig bohren kann. Es ist ja so, dass der Meißelandruck, das Weight on Bit, sich nie so ganz konstant einstellen lässt, sondern man wird immer so eine gewisse Schwankung des Andrucks unten akzeptieren müssen. Und wenn ein Meißel wenig aggressiv ist, dann bedeutet das, dass diese Schwankungen der Andruckkraft nur in ganz kleinen Schwankungen des Drehmomentes resultieren. Und das bedeutet, dass der ganze Bohrstrang ruhig und gleichmäßig läuft. Bei einem Diamantmeißel sieht das schon ganz anders aus. Wenn wir da dieselben Weight-on-Bit-Schwankungen haben, dann sehen wir hier ganz deutlich, dass wir dabei viel größere Drehmomentschwankungen erwarten müssen und das bedeutet, der ganze Strang läuft mehr oder weniger ruppig. Auf der anderen Seite kann man aber mit einem Diamantmeißel viel schneller bohren als mit einem Rollenmeißel, weil wir eine größere Leistung auf die Bohrlochsohle bringen. Hier sehen wir diese Formel und die Leistung, die der Meißel unten leistet, die ist nämlich abhängig von der Drehzahl und dem Drehmoment. Und weil wir einen Diamantmeißel mit höherem Drehmoment betreiben können und er meistens auch eine höhere Drehzahl verträgt als ein Rollenmeißel, bohrt er halt schneller und er hält auch länger. Und das ist der Grund, weshalb PDC-Meißel inzwischen die Rollenmeißel überholt haben, was ihren Marktanteil angeht. Das und noch viele andere Sachen über Bohrmeißel lernt man bei uns in der Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik. Und wir freuen uns über jeden, der sich da reinsetzt. Glück auf!